damit ich fliegen darf. Das war ein Non-Crit, ne? Ja. Das ist schon krass. Alter, deine Heals als Druide waren auch nicht höher. In der Arena. Nee, also das ist ja positiv. Weil du ja jetzt Paladin bist. Also, naja. Ja, ich glaube, das Höchste zu Zera war... Vielleicht 40k. Ich glaube, das Topste im Paladin easy. Glaube ich auch. Okay, man muss auch einfach mal der Fairness halber sagen, es steckt beim Paladin eine andere Mechanik dahinter. Allerdings weiß ich nicht, ob es am Ende auf selbe hinauskommt. Bei DPS ist das ja immer angestrebt, funktioniert nie. Wie es bei Healer ist, weiß ich nicht. Ja, ich glaube... Läuft nicht aufs gleiche hinaus. Aus dem Grund, weil Pala einfach für Tour und Tour besser ist. Im oh ja, da, so weit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe erstmal an Raid-Heilung und so gedacht. Da aber könnte das durchaus auch, sein, bei Raid. Aber selbst da glaube ich, ist der Pala noch besser. Damit möchte ich auch nicht sagen, dass der Druide in dem Sinne schlechter ist, sondern die Mechanik ist halt anders und er kommt trotzdem zu seinem Ziel, sage ich mal. Hat es vielleicht schwerer bis Main Tank hier. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Da ist nur einer. Das ist auch interessant, dass man sieht kaum noch Todesritter irgendwie in Raids. Boah, oh, nice. Als Main Tank. Aber gelesen habe ich, die Pro-Gilden, Raid-Gilden, nehmen als Main Tank tatsächlich noch den Todesritter. Finde ich interessant. Battleground hat schon angefangen. Verstärkung? Wo sind wir hier? Kann die Verstärkung schon so runter sein und die Map so aussehen? Krass. Da können schon Koji und ich tatsächlich die Wände hier herbeiführen. Ich frage mich echt, was da passiert ist. Das muss ja die ganze Entstellungskrieg sein. Ja, deswegen glaube ich, kann man da gut reinhauen. Wenn du deine Mana-Batterie entleerst. Ja, da steckt viel drin, du. Haben wir die Mine eigentlich hier, diese? Ja. Unsere haben wir, ja. Nice. Alter, schon geiler Battleground. Scooby mag das ja immer nicht so. Alter, ist schon in Ordnung. Weil da geht's wieder so um, ich sag mal so, für mich jetzt nicht so, aber ein guter Tank, weißt du, der ist einfach so unglaublich wichtig fürs Team. Wichtiger als 5 DPS quasi, ja. Wo ist hier die Front? Oh, die Front hat sich richtig aufgesplittet. Können wir gerne mal in der Mitte hier. Aber man sieht, die Leute haben 7k Hitpoints mehr als Gubi. Ich würde mich gerne irgendeinem Geschnetzel hier anschließen, aber... 4. Gut.
1, 2. Ist okay, du hast keine Chance dagegen zu ihn. Du lebst noch. Ah, tschüss. Mon ami. Der Healer kommt, you guys. Haben sie mich gesehen, war ich tot. Jupp, same. Ich weiß nicht, warum die Leute sich Gedanken über sowas machen. Ich meine, wir haben unsere Tower alle, wir flaggen deren Tower und sind fast 100 Verstärkungen im Plus. Ja. Tja, ich kann nichts machen, ich will nichts. Das glaube ich, ja. Ich kann ja immer nur noch meinen Buff rausgeben an die Teammates und dann sterben. Tot. Ja, man kann Kojas Helfbar auch nicht mehr verfolgen. Droppt einfach gleich auf Null. Ja, wenn wir gewinnen, kriegen wir ja noch extra was für jeden Turm, den wir haben, auch erfahren. Ja. Oh, und unsere Türme werden gerade übrigens geflaggt, vielleicht sollen wir da mal. Jo, unterwegs, bin zwar ganz hinten, aber. Jo, ich auch, und wir müssen hier noch ein paar andere Leute aufhalten. Wir haben es geschafft. Bin gleich bei dir. Druide. Ja, du bist im Turm oben, oder? Unten bin ich im Turm. Stunt? Ah. Ich weiß noch, wie wir die mal verteidigt haben. Das war so üblich. Ja, stimmt, ne?
erste Turm gerettet. Naja, wenigstens haben wir den noch gekriegt. Oh yeah. Und irgendein Achievement, alles zählt. Weil wir beide Minen hatten, nice. So was kriegt man auch selten, so ein Achievement, muss man mal sagen. Wir waren 4 Leute weniger. Kannst du es fassen? Und dann hatten die auch noch uns seine Backen. Ja. Ich wollte dich auch gerade fragen. Okay. Okay. Die sehen das auch, wenn du wisperst. Aber die Chance ist geringer. Und warum flüsterst du mir dann zurück? Ach, du, wir lassen mich in Ruhe. Naskondor verfolgt mich. Naskondor, das ist nicht gut. So, was macht die Schmuckschräge? Unerträgliche Schmerzen herbeirufen. Ja, das möchte ich machen eigentlich. Sich das Gebilde hier mal angucken, ne? What the fuck? Ja. Wie kann so ein Gerippe stark sein, frage ich dich. Ja. Ich meine, wenn so ein Gerippe schon so schwebt und darf, ne? Dann ist er stark. Aber stell dir vor, es ist so ein Gerippe, was gerade erst mit Magie so angefangen hat zu lernen. Und Schweben ist das Einzige, was kann. Man könnte es immer noch leicht basteln, ne? Es hat ja auch nur 12k, aber das ist ja das gleiche Modell wie wie alle Lichtleute. Kel Tutsab, ja, von der Naxxramas. Ja, bei dem würde man sich dann nicht irren. Aber bei dem sieht man auch, der ist so ein bisschen größer. Na, vielleicht nicht größer. Aber bei dem weiß man es halt, weil der Mob einen Namen hat. Der hat auch einen Namen, Tanatal. Ach, cool. Kannst du skelettisch? Ich denke nicht.